So, hallo zusammen. Heute bin ich mal hier bei einer Einrichtung, die unter anderem Bodyguards ausbildet. Ist das richtig so? So genau. Sie sind der Herr Schiefke. Ja, genau. Ja, und Sie sind der Herr? Roll. Herr Roll, was machen Sie hier? Ja, ich habe die Bodyguards und lasse sie hier halt ausbilden. Ach so. Was machen wir denn heute an Ausbildung? Heute machen wir mal eine richtige Personenschutzübung. Ja. Ist das wichtig, dass man wie Sie vermummt ist als Personenschützer? Nein, überhaupt nicht. Ein Personenschützer ist eigentlich nicht zu erkennen. Ja, meine ich ja, wegen Bodyguard, dem Bodyguard, ja, aber ein Personenschützer nicht. Also ja, Sie sind ja auch so nicht zu erkennen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Sie kommen jetzt quasi nach Hause. Ja, ja? Gut. Und damit es nicht ganz so laut wird, setzen den Ohrenschützer auf. Und zwar setzen Sie ihn so auf, dass Sie mich jetzt ganz normal verstehen können. So, wir können uns jetzt unterhalten. Ja. Sie können alles verstehen. Ja. Selbst wenn ich flüstere, können Sie das hören. Ja, die können alles verstehen. Hölle. Die beiden Personenschützer, die Sie jetzt begleiten, die werden jetzt von mir instruiert, weil ich was festgestellt habe. Ah, okay. Gut, dass ihr kommt. Ich glaube, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe da steht ein Auto, ist ein dunkles Auto, da liegt hinten eine Flinte im Kofferraum. Also, das kann da nicht in Ordnung sein. Da läuft immer so ein Typ im gelben Anorak rum. Der sieht aus wie Saddam Hussein. Ja, weiß ich. Ja, aber ich weiß nicht, dem traue ich nicht. Ich habe den noch nie hier gesehen. Okay. Sie bleiben jetzt hier drinnen, wir schauen, ob draußen die Luft rein ist. Sehr gut. Hier so Fenster, Türen weg. Wir kommen dann hier. Hallo, wieder! Hallo! Legen Sie von den Wagen weg! Weg von dem Fahrzeug! Schmeißen Sie die Stange runter! Die Stange zum Boden! Weg damit! Herr Raab, fangen Sie ihn! Komm raus jetzt! Komm her! Komm her oder ich tritt dir in den Arsch! So, jetzt hier! Stange weg! Stange weg! Wo ist er hin? Das ist sehr interessant. Sie können mit diesem Gerät beeinflussen, was der was Typ da gerade passiert. Sagt. Man kann Situationen auch ohne Schusswaffengebrauch klären. Mit sehr forschem Ansprechen kann man viele Dinge im Vorhinein tun. Also forsches Ansprechen ist, ey! Ja, ey, du! Waffe weg, du! Ja, ja, genau. Sonst komm ich doch rüber und dann raschelt's im Karton. Genau, man kann es auch ruhig machen und es geht auch. Also nützt ja nichts, wenn ich hinkomme und sage, du. Genau. Das geht aber nicht. Mach das bitte nicht mehr. Und schieß bitte in Zukunft. Der Onkel ganz böse. Genau. Da ist der Kriminelle ja immun gegen solche Sprüche. An und für sich, ja. Sagt der Kriminelle, was willst du dann? Ja, so ist es. Nee, und da muss man schon, und wenn man dem dann sagt, wenn's Glück. Dann ist er eingeschüchtert. Genau, hat er Angst. Ja, hat er Angst. Klar. Wie ist das bei Ihnen? Ich habe keine Angst. Nee. Angst um viel Geld hat meine Familie nicht gekannt. Ah. Ja. Friseur auch nicht, oder? Haben Sie im Winter auch mal so Eiszapfen am Mann, wenn es kalt ist, richtig? Ja, so ist es, ja. Da können Sie aber nichts mehr sagen, dann, wenn das hier so zusammengefroren ist, oder? Hier drin ist es ja schön. Da so ein Verbrecher kommt, nehmen wir an, kommt der Yeti. Mhm. Genau. Und dann Yeti, Hände hoch. Ja. Ist vorbei. Ja. Oder vielleicht denkt der Yeti auch Sie seien der Yeti, das weiß man ja nicht. Kriegt er Angst. Ja, kriegt er Angst. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch mal schießen möchten. Ja, wenn Sie also mir vertrauen, dass Sie mir eine Waffe in die Hand geben. Ja, ich schicke alle anderen raus und dann. Sie schicken alle anderen raus. Ja, okay. Sie selber gehen am besten auch. Ja, natürlich. Ja. Ich bin ja eigentlich eher einer von denen, die gerne so schießen. Ja. Ach, guck hier. Ja? Ach, guck hier, da haben wir durchgeschossen hier. Ja, klar. Ja. Aber schon nicht schlecht. Ja? Jetzt bin ich gespannt. Ach, guck mal. Ja. Und hier, Punkt. Genau. Da bin ich vielleicht sauer auf den Punkt. Jetzt sind Sie dran. Wenn wir Schießtraining machen, machen wir immer so zum Abschluss machen wir immer noch mal Nasenschießen. 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 Ah, sehr möchten gut. Sie das auch? Nasenschießen? Ja. Ihre Nase? Nein, oder meine Nase? Nicht. Nein, Nasenschießen. Ich erkläre Ihnen das gerne. Okay. Gehen okay. Hier auf den Timer. Ja. Ihr Gegner auch? Ja. Und laufen 10-mal um den Eimer. Und dann? Ja, wer dann seine 4 zuerst abgeschossen hat, gewonnen. Ja, fertig. Okay. Los. Ja. 7, 8. 9, 10 und vor! So, also,
Dann wissen wir jetzt schon mal, wie das mit dem Schießen funktioniert. Was können Sie mir denn noch anbieten? Irgendwie ins Auto springen, rückwärts andere rempeln. Zum Beispiel. Draußen stehen doch mal ein paar Autos vom Bundesgrenzschutz, da könnten wir mal gegenfahren. Ja, da würden wir die mal anrempeln, mal gucken, was dann passiert. Ja, so rückwärts. Dann kommen die alle raus, 30 Leute kommen dann raus und gucken dann. Haben Sie sowas? Wir können das mal probieren, ja, also nicht mit den WGS-Autos. Nö, natürlich nicht, ja, mit Ihrem Privatwagen. Ja, natürlich. Schutzpersonen, wer ist der Angreifer? Der Angreifer ist der. Wie merke ich, dass Sie der Angreifer sind? Ich komme schreiend auf Sie zu. Ja, was schreien Sie? Was wünschen Sie zu schreien? Rab, du blöde Sau. Sehr gerne, ja. Ich finde das halt eh lustiger. Ach, ist das schön, hab ich das. Ich bin der Gottschalk, du besser! So, ich höre gerade, es ist was passiert eben, als der Kollege Sie getreten hat. Ja, eine kleine Verletzung hier an der Rippe. Ich denke mal, die ist durch. Ja? Ja. Selbst schuld. Hätten Sie was Anständiges gelernt, müssten Sie die Scheiße nicht machen. So. Ja, ja, dann Herr Schniefke. Nein, Schiefke. Herr Schießke. Ja, Schießke. Ja, Herr Schiefke. Gut, ja. Danke. Ich bedanke mich rechtlich, öffentlich-rechtlich dafür. Genau. Und sage Tschüss. Und Herr Schiefke, wir machen jetzt nochmal Nasenschießen. Ne? Ja, okay, gut.